Hallo und guten Morgen zusammen. Es ist Sonntag, der 22. Januar. Eisig kalt, strahlender Sonnenschein. Ich bin heute Morgen bei minus 4,5 Grad aufs Fahrrad gestiegen, um die 2,5 Kilometer hier mit euch zum Deutschen Eck zu radeln. Ich will euch heute meine Heimatstadt Koblenz mal von oben zeigen. Dazu geht es gleich auf die Seilbahn, die ihr hier im Hintergrund schon fahren seht. Zuerst gehe ich mit euch auf eine Aussichtsplattform, die anlässlich der Buga 2013 errichtet wurde. Und danach geht es dann mal in den Festungsbereich, um euch zu zeigen, was dort so los ist und wie schön der Ausblick oben von der Festungsplattform ist. Und danach gibt es dann noch die Talfahrt hinunter. Ich wünsche uns eine gute Zeit und viel Spaß. So, wie sich das gehört, für die erste Fahrt 2017 bin ich auch in Kabine 1 gelandet. Es gibt da aber einen Geheimtipp. Ich habe jetzt leider die Nummer vergessen, aber die blende ich euch dann ein. Aber eine von den Seilbahnen hat einen Glastisch in der Mitte, sehr begehrt. Und da kann man dann während der Fahrt von unten durch auf den Rhein schauen und was sich da unter einem tut. Wenn man so fährt, meint man eigentlich, dass man stehen bleibt, aber dass man schon ein gehöriges Tempo drauf hat, das sieht man dann, wenn einem so eine Gondel entgegenkommt. Und hier haben wir jetzt einen Ausblick auf Ehrenbreitstein. Das ist der Stadtteil von Koblenz, der auch der Festung ihren Namen gegeben hat, der genau unterhalb der Festung liegt. Die Fahrt hier herauf auf die Festung und auch runter zu uns dauert ungefähr 5 Minuten. Ich glaube, das Hin- und Zurückticket kostet so um die 10 Euro. Ich blende es euch gleich ein und wenn wir jetzt gleich oben an der Bergstation angekommen sind, gehe ich erstmal mit euch rüber zur Besucherplattform. Das ist, wenn man aus der Gondel rauskommt und dann links über das ehemalige Buga-Gelände, sehr schön angelegt. Und da haben wir dann die ersten Ausblicke und die richtig schönen Ausblicke. Runter auf Koblenz gibt es dann nachher bei der Talfahrt, also dranbleiben. So, und das hier ist die Aussichtsplattform, wie schon gesagt, erstellt zur Bundesgartenschau 2013. Leider Fehlanzeige, kann ich nicht drauf gehen mit euch, die ist gesperrt. Ich habe schon sowas befürchtet. Naja, jetzt stehe ich drunter und der Ausblick ist nicht minder schön. Wir haben hier einen richtig schönen Blick ins Neuwieder Becken rein. Mit Neuendorf im Vordergrund, Wallersheim, Kesselheim, die Rheinschleife hinten raus. Man sieht auch ein bisschen was von Fallen da. Gut, wenn es denn nicht die Plattform ist, dann ist vielleicht wenigstens die Festung offen. Dazu muss ich hier mit euch einmal quer übers Buga-Gelände gehen. Und das mache ich jetzt. Schauen wir mal, ob da auf ist. Thank you.
So, das war's hier oben auf dem Festungsplateau. Jetzt geht's gleich wieder runter. Da hinten ist die Bergstation. Da nehme ich dann gleich eine Gondel und zeige euch dann noch, wie schön das aussieht, wenn man von oben runterfährt, welchen tollen Ausblick man auf die Stadt hat. Die ersten Impressionen habt ihr ja eben schon von der Festung selbst bekommen und gleich aus der Gondel wird es hoffentlich noch mal schöner. Hat es euch gefallen, dann gebt mir doch ein Like und schreibt mal unten in die Kommentare rein, ob ihr vielleicht auch schon mal mit der Seilbahn gefahren seid.